Konstruktion fertig. Ich sollte echt nicht an den Einstellungen spielen. Eieiei. Denn das Spiel ist gerade tatsächlich mal abgestürzt. Das passiert normalerweise nie. Naja, egal. Sind wir wieder hier an der Stelle. Und speichern jetzt eben nochmal. Jetzt geht wieder alles. Und einen einzigen Panzer kann ich bauen. Kann ich irgendwas anderes bauen? Lohnt sich etwas anderes? Glaube nicht. Wie oft kommen die jetzt hier runter? Kein Problem. Alter, ist der dumm! Kein Problem. Einheit verloren. Ich kann diese Dummheit manchmal nicht fassen. Naja. Ich glaube, jetzt mache ich doch ein bisschen langsam, auch wenn es keinen großen Unterschied hier macht. Die schnellste und die zweitschnellste Stufe sind gleich schnell bei mir. Weil mein PC irgendwie das nicht schafft. Irgendwas stimmt hier nicht. Obwohl mein PC super toll ist. Nagelneu. Nagelneu. Kennt ihr diese Werbung mit Thomas Gottschalk? Ich kenne sie nicht mehr wirklich, aber ich erinnere mich an dieses Wort. So gehört sich das. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Die Frage ist, was mache ich aus dem Schuh? Ach, die kommen immer wieder. Wird gebaut. Kein Problem. Wieso können sie dann plötzlich so weit schießen, wenn sie einmal Rolunte gerochen haben? Gut, ich muss hier stehen bleiben. Ich warte den Angriff noch ab. Weicher nochmal. Ich glaube, es ist klüger, jetzt nicht zu viel zu verkaufen, sondern einfach zu warten. Bestätigt. Den Bauf kann ich jetzt noch nicht verkaufen, weil ich die Raffinerie noch aufstellen muss. Mindestens eine hier oben. Hier gibt's Siberium, das kann man riechen. Ich könnte einen Sandsack hinstellen und da ein paar Leute verkaufen. Flugzeuge verfügbar. Das wäre eine Möglichkeit. Aber erstmal Flugzeuge, wo waren die? Da sind sie. Sichern. Auf die Typen? Naja, eigentlich ist das gar nicht notwendig. Eigentlich ja nicht, ne? Dann gucke ich mir an. Ich glaube, hier war der Bauhof. Da kommen wieder welche. Ich kann leider nicht angucken, was oben passiert. Weil ich mich um die jetzt kümmere. Der schießt ja leider nicht von selber. Das kann es ja aber nicht. Er muss immer befehligt bekommen, was zu tun ist. Ah ja. Da sehe ich ja schon mal, dass da auch was ist. Oh, oh, wenn die Notmods gleich zu mir kommen, bin ich geliefert. Den kann ich da eh nicht mehr gebrauchen. Ich muss halt warten auf Geralt. Auf dem Blütenbaum hier. Zwei Kraftwerke. Ich überlege, ob ich irgendwas verkaufen kann. Ich kann das hier verkaufen. Dann habe ich halt keine Karte. Nein, die machen es wirklich. Die machen es. Was ist das denn für eine dumme Idee? Gut, Sekunde. Wie weit ist das zurück noch? Gut, das war kurz vor dem Angriff. Da muss ich hier halt jetzt warten. Die Silos kann ich behalten, solange noch nicht alles voll ist. Aber ich muss jetzt leider warten. Ich sage mal, ich schneide das raus, glaube ich. Oder nö. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung. Die Typen kann ich verkaufen, würde ich sagen. Schon dabei. Ich glaube nicht, dass ich die brauche. Und das sind normale Schützen, die sind 50 wert. Dann lohnt sich das schon mal, weil ein Sandsack kostet ja auch 50. Ja. Auf jeden Fall lohnt sich das dann schon mal. Jawohl, Sir. Ja, jetzt ist er zu weit weg, na klar. Ich guck mal jetzt auf den Zähler. Wie viel ist ein Techniker wert? Das interessiert mich auch mal. Den kann man ja gar nicht bauen. 988. Der ist ganze 5 Euro wert, so ein Techniker. Das ist ja auch irgendwie demütigend.
Den Sandsack verkaufe ich dann nicht. Ich werde später bestimmt nochmal Leute bekommen. Auch wenn ich dann das Geld nicht mehr unbedingt brauche, vielleicht. Oh, reicht das? Jawohl, Sir. Wir müssen da noch ein bisschen näher ran. Viel ist das nicht, was die machen. Ein Geld, aber immerhin. Das hat mir schon ein oder andere Mal geholfen. Und ich sollte echt irgendwie mal wieder den Luftangriff starten. Aber ich muss hier im Endeffekt nur aufs Geld warten. Das ist das Wichtige. Das machen wir hier. Das kann ich überspeichern. Genau, die Kaserne konnte ich noch wegbomben. Oder sollte ich die einnehmen und dann ganz viele Leute bauen? Nö. Das finde ich eine doofe Strategie. Zum Glück bauen sie das nicht nach. Das ist ja schon mal was. Das hier muss ich mir behalten, damit ich das noch einnehmen kann. Das heißt, als nächstes bombe ich mich hier quer durch die Gegend. Jawohl, Sir. Aber das hat ja keinen Sinn. Ich werde jetzt einfach eine Weile hier warten müssen und sammeln lassen, bis ich ordentlich Kohle habe. Bis hier die Silos voll sind alle. Die sind doch nicht einheitlich, oder? Doch sind sie, die haben alle drei Punkte gerade. Und auch die Raffinerie. Bis ich so bei 19 Punkten bin, 9 oder 10, dann mache ich die Aufnahme wieder an. Bis dahin. Und ja. Ihr verpasst nichts. Ihr seht ja, was passiert. Nämlich gar nichts. So, es hat sich einiges getan. Ich habe doch ein paar mehr Silos gebaut und die Spielgeschwindigkeit durch einen kleinen Trick wieder so erhöht, wie es eigentlich auch sein sollte. Kann ich aber nicht so lassen, weil sonst die Scrollgeschwindigkeit hier abnormal ist. Da kann man nicht gescheit spielen mit. Ich habe meine Radarzentrale verkauft, weil wir die hier gleich einnehmen. Ich habe hier oben einmal drauf geschmissen. Da ist überall das Tiberium jetzt gesprossen, weil die Spielgeschwindigkeit ja viel Zeit hat vergehen lassen. Jetzt können wir das probieren und hoffen, dass es wird. Ich habe ein bisschen Geld, wie man sieht, 41.506. Ordentlich viele Silos und der hat echt genug zu sammeln jetzt. So, mal gucken, ob das dieses Mal klappt. Jetzt sollte es an Geld jedenfalls nicht mangeln. Flugfeld habe ich auch schon vorbereitet. Du kümmerst dich erstmal um die. Dann gehst du hier rein. Und dann sollte ich jetzt schon meine Ruhe haben, der schnell in Sicherheit bringen. Anders ist halt irgendwie nicht wirklich möglich. Eine Raffinerie bräuchte ich auch noch. Die bauen wir auch direkt. Geben sie einen Auftrag. Konstruktion fertig. Aber ich muss noch warten, ich muss jetzt den doofen Panzer erstmal in Sicherheit bringen, weil der wieder von den Geschütztürmen angegriffen werden wird. Ich habe Verstärkung bekommen? Wo, warum? Unsere Basis wird angegriffen. Ich weiß nicht wo. Ja toll, wenn er mich angreift, dann muss ich leider Gegenmaßnahmen ergreifen. Immerhin kann ich reparieren. Jetzt sollten sie mich nicht mehr irgendwie... Wieso schießt der nicht mit? Ich habe ihn doch drauf beordert. Die wollen unbedingt mein Flugfeld haben, aber der überlebt es nicht mehr lange. Kann sich ja mal ein bisschen mithelfen. Ich hätte ihn vielleicht erstmal darauf schicken können. Egal. Das schaffen die jetzt auch alleine. So läuft das doch, oder? So soll das laufen. Und eigentlich brauche ich auch keine. Wie das jetzt auch schießt. Gar keine Raffinerie unten, die reicht. Würde ich mal behaupten. Ja, super. Was denkt ihr euch eigentlich? Wie lange das gedauert hat? Dabei habe ich doch vier Panzer hier. Ich meine drei. Die Raffinerie können wir einfach hier bauen. Jetzt noch nicht. Warten wir noch kurz. Jetzt habe ich erstmal hier Luft endlich. Hat ja lange genug gedauert. In der Kaserne könnte ich noch mehr Geld. Ich glaube, Geld brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche hier nie wieder Geld. Das reicht jetzt für die ganze restliche Mission. Da bin ich zuversichtlich. Naja, bringe ich hier ein paar Sachen um. Also ein paar Gebäude. Ah, oder auch nicht. Sehr symmetrisch hier alles gehalten. Wenn da rechts ein Turm ist, ist hier links natürlich auch einer. So symmetrisch es halt geht.
Sie hätten da noch ein Silo hier rübersetzen können. Na, man muss ja nicht übertreiben. Wie lange es dauert zum Reparieren. Gut, hier oben nur noch die Raffinerie, mehr brauche ich glaube ich auch gar nicht. Konstruktion fertig. Die Energie reicht gerade so aus. Mit zwei Großkraftwerken. Verstärkungen sind eingetroffen. Und ich habe Verstärkung. Ach, das waren die Verstärkungen. Ich lasse mich davon immer irritieren. Ich dachte, ich hätte richtige Verstärkung bekommen, nicht einfach normale Einheit gebaut. Lasst mich noch kurz warten. Verstärkungen sind eingetroffen. Und dann können wir starten. Und das hier umbringen. Ah, jetzt gerade kommen sie. In diesem Moment, wo ich angreifen will. Immerhin war ich sowieso dann im Kampfmodus. Den Kommando brauche ich jetzt auch nicht mehr. Der kann sich verpissen. Seine Dienste werden nicht mehr benötigt. Jetzt kommen sie aus der Luft. Na, ah, das macht mir auch nichts aus. Sind es diese lauten Schredder, Hubschrauber, die mich schon mal so nerven? Scheinbar. Aber ich habe sie nicht gehört dieses Mal. Oh, darauf. Nord gegen Nord. Bruder gegen Bruder. Schlimm. Gut, jetzt können wir darauf. Ja, toll. Er will mein Kommando unbedingt. Soll er doch. Wo bauen wir das hin? Bauen wir gleich hier hin, wenn da Platz ist. Mhm. Vorne irgendwas. Ja, jetzt schießen sie. Mantel des Schweigens. Der kann in die Luft schießen. Oh, shit. Jetzt wollen sie es aber wissen. Dann bauen wir doch schnell mal hier eine Raffinerie hin. Wollen wir noch ein bisschen sammeln. Oh, ich habe keine Energie mehr genug. Das war zu erwarten, durchaus. Dann erstmal darauf. Die Silos nehme ich nicht rein, brauche ich nicht. Ich werde es vielleicht noch bereuen, aber... da sind auch böse Einheiten. Eieiei, vielleicht sammelst du lieber hier. Vielleicht ist das gerade sinnvoller. Ja, immer wieder kommen sie aus der Luft. Mantel des Schweigens, habe ich dir schon einen Auftrag gegeben einmal? Da kommen sie jetzt unentwegt, was soll das denn? Da noch, wie weit er schießen kann. Oh, da ist der Mantel. Warum schießt er auch von selber, obwohl er unsichtbar ist? Nicht, dass ich das wieder alles selber machen muss. Da habe ich aber Angst vor dir. Ja, das Geld reicht locker. Ich könnte mir sogar noch ein Flugfeld bauen, damit es ein bisschen schneller geht. Dieses Geräusch habe ich immer so gehasst. Und jetzt, wo ich selber... Ist ja immer was ganz anderes. Jo, hier ist der Bauhof. Höchstwahrscheinlich. Sicherlich. Ja, ich habe hier einmal wieder hingefeuert. Das habe ich ja schon gezeigt. Ja, ich gucke jetzt nicht runter. Ich will jetzt sehen, wie ein Flugzeug einen Bau kaputt macht. Das ist so witzig. Eine Raffinerie oder so ist dann schon schwerer kaputt zu kriegen. Und so einen Geschützturm schon gar nicht zu schaffen. Ja, wie gesagt, ich baue jetzt ein paar... was? Warum geht ihr da so nah hin? Das könnt ihr vielleicht schon kaputt machen. Ja, das hält auch nicht viel zu viel aus. Oh, das ist stark. Das ist immer so stark. Und er? Was will er jetzt? Der steht da nur dumm rum. Interessant. Aber wenn es mir Spaß macht. Er soll eigentlich in die Luft schießen, aber ich kann ihn da nicht drauf schicken. Er muss das schon von selber machen. Drecksack. Ah, gut, bauen wir das hier unten hin. Das geht ja nur dafür, dass ich es habe. Somit kann ich viel schneller jetzt Einheiten bauen. Panzer bauen. Panzer für den Sieg. Und das muss auch noch weg, das stört in meiner Basis. Mehr brauche ich nicht. Verstärkungen sind eingetroffen. Die kommen immer wieder aus der Luft. Tut irgendwas. Ich habe euch nicht umsonst gebaut. Konstruktion fertig. In Ordnung. Einheit scheinbar verloren. Doch. Scheinbar echt doch. Nicht, dass das Geld dann doch noch knapp wird, aber er sammelt hier ja auch noch weiter. Jetzt greifen sie aber groß an. Was denken die sich? Nichts Richtiges. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er will scheinbar auf meinen Hubschrauber. Nicht, dass es hier noch kritisch wird. Ich könnte mal zwischenspeichern, habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich hoffe, das wird mein letzter Stand. Dann will ich die jetzt mal ganz schnell überrennen.
Verstärkungen sind eingetroffen. Nicht auf meinen Sammler. Nicht, das machst du nicht. Sonst werde ich aber ganz böse. Vielleicht sollte ich einfach angreifen. Mit allem, was ich habe, das ist ja schon einiges. Und dann mir hier für Ruhe sorgen. Kann ja schon ein bisschen was erreichen. Schon mal die, das Flugfeld von denen kaputt machen. Verstärkungen sind eingetroffen. Und dann haben sie schon Probleme. Und ich kann viel schneller Einheiten bauen, gerade mit zwei Flugfeldern, das ist auch schön. Und vor allem jetzt dieses dumme Heliportteil kaputt machen. Damit die mit ihren Hubschraubern nicht mehr nerven. Das würde ich gerne. Das die Bären mir überall. Deswegen haben sie. Die haben gar keine Energie mehr für Obelisken, okay. Auch schön. Die kamen keine Infanteristen mehr, glaube ich, weil die da alle schon verreckt sind am Tiberium. Das ist witzig. Aber Geld haben sie dann genug. Zwei Flugfelder haben sie sogar, wow, weg damit. Boah, die sind echt stark gegen meine Einheiten. Oh, da greifen sie an. Wie verrückt. Na also, da haben wir schon mal was wegbekommen. Bisschen Verstärkung vielleicht. Oh, zum Glück habe ich noch ein paar unten gelassen. Greifen direkt die Raffinerie an. Und ich krieg's gar nicht gesagt von Eva. Geht mal auf was Gescheites hier. Worauf haben sie keinen mehr, oder? Den einen habe ich kaputt gemacht, noch einen haben sie wohl nicht. Warum das denn jetzt? Ja, dann tut doch was. Meine Güte. Lassen Sie das einfach zu. Da ist noch ein Bauhof. Gleich habe ich wieder Luftangriff, dann kann der auch kaputt gehen. Ganz oben links und ganz oben rechts. Sehr originell. Haben Sie den inzwischen wieder aufgebaut? Nö. Die ist noch hier in dieser Mission machen sie zum Glück nicht. Jetzt haben sie nur noch ein Flugfeld. Hier haben sie eine Kaserne noch. Vielleicht haben sie auch ein Flugfeld. Ja, sie haben noch einiges. Aber warten wir mal ab. Zum Glück habe ich hier noch ein bisschen Verteidigung stehen. Primärbauwerk ausgewählt. Ich habe schon gerade befürchtet, dass hier unten die Panzer rauskamen, aber das ist ja zum Glück nicht passiert. Oh oh. Wird gebaut. Habe ich die ganze Zeit nicht gebaut? Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Eieiei, jetzt muss ich erstmal auf den, weil der mich sonst die ganze Zeit nervt. Kann ich nicht, ich lasse mich nicht durch. Das ist nervig. Wenn man hier quasi eingeengt wird. Er hält am längsten durch und macht auch übelst viel Schaden. Unerhört. Jetzt will er wieder auf meinen Sammler. Warum geht er so weit hoch? In die feindlichen Zonen. Der kann doch hier ganz gemütlich in unserer Basis sammeln. Quasi. Dankeschön. Wo ich erst wieder eine kleine Armee aufbauen. Hätte ich vielleicht doch warten sollen. Aber nö. Haben sie den neu gebaut? Den können sie gleich nicht nochmal bauen. Macht er denn schon wieder hier? Ja, von hier rechts greifen sie irgendwie nie an oder ganz selten. Soll ich jetzt schon angreifen? Ich habe irgendwie Lust drauf. Ich sollte aber vorher eigentlich speichern. Ich bin ein bisschen sorglos, weil ich mit so viel Geld irgendwie getönte Augen habe. Da sieht man nichts mehr durch, will ich damit sagen, nichts Richtiges. Da steht ein Techniker. Weg damit, dann ist der auch kaputt. Konstruktion fertig. Bauen die da noch Einheiten? Ich hoffe nicht. Verstärkungen sind eingetroffen. Ah, schön, wenn man so viel Geld hat und immer wieder bauen kann. Kriegen sie das mal weg? Das wird eng. Das ist jetzt kein Bauhof, aber alles drauf. Habe ich vielleicht meine Ruhe mal ein bisschen vor denen. Das böse Flarak muss erstmal weg. Viel wichtiger als feindliche Einheiten. Darauf, darauf. Wäre nicht denn eliminieren. Zerstören. Zertöten. Der ist ein Feind. Der kommt aber nicht weit.
Eine Einheit. Eine Infanterieeinheit. Als ob ich vor der Angst hätte, weil so viel Tiberium da nicht. Ah. Er macht sie kaputt, dann haben sie hier gar keine Verteidigung mehr. Ah, die kriegen aber. Da müssen wir schnell was gegen tun. Ich habe nur gerade hier einen Panzer bekommen. Wo ist der hin? Gibt's den noch? Wer ist hier gar nicht erst erschienen? Statt jetzt eine Infanterieeinheit rausgekommen? Komisch. Weg damit, dann haben sie hier keine Chance mehr. Die Raffinerie können sich einnehmen, aber ich habe genug Geld. Ich habe echt genug Geld. Übelst. Jetzt kommt. Ah, wo will er denn hin? Okay, ich glaube, der kommt von da drüben. Oder? Sonst müsste er ihn per Fallschirm runterschicken. Den Panzer. Die sind aber echt schwach, die brauchen ja lange. Ja, aber ansonsten hat es auch gut geklappt. So wie geplant, ne? Die haben echt keine Energie mehr. Warum eigentlich? Die haben noch drei Großkraftwerke. Da können sie doch mit haushalten. Die fliehen in die andere Basis. Wuhu! Dann gehen wir darauf. Ich glaube, der stört mich gerade am meisten. Selbst wenn der Heliport nicht kaputt geht, der Hubschrauber sollte kaputt gehen. Verstärkungen sind eingetroffen. Da kommen sie. Eins. Oh, so knapp. Aber der Heli ist kaputt. So wie gewünscht. Krieg ich gleich. Doppelte Luftangriffe, wenn ich die nächste Flarax auch kaputt habe. Das wäre ja cool. Ja, so kann man ja nicht verlieren. Seht mal auf der Karte, was für ein gelber Punkt. So ein riesiger gelber Punkt. Alles meine Einheiten. Konstruktion fertig. Das ist ja auch nicht mehr schwer dann, wenn man sich so vorbereiten muss quasi. Mit ganz viel Geld vorne hinein. Die greifen wir die ganze Zeit nicht an, bis man auf die Insel hier rüber gekommen ist. Im Hubschrauber. Ja, aber ich habe Mammuts lieber. Das ist meine. Kaum beschädigt. Obwohl so oft schon angegriffen. So, das war's mit dieser Basis. Da ist noch was. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion. Dann kann ich gleich von beiden Seiten sie angreifen. In die Mangel nehmen. In die Zwickmühle drehen. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Die beiden Obelisken müssen noch weg. Die sehen nicht gut aus in meinem Landschaftsbild. Leider nicht möglich. Ah, das sieht doch schön aus hier. Ich mag diese gelben Flugzeuge echt. Konstruktion fertig. Verstärkungen sind eingetroffen. Wird gebaut. Ja, ihr könnt euch da auch mal einen Weg durchschießen, wenn ihr schlauer wärt. Aber das seid ihr ja nicht. Es kommt auch der Feind rein, aber wann kommt der Feind bitte schon mal? Ein paar wollen das gar nicht. Verstärkungen sind eingetroffen. Der eine Obelisk ist schon weg. Sorry, dich wollte ich gar nicht überfahren. Voll aus Versehen. Jetzt haben die restlichen Obelisken wahrscheinlich wieder Energie. Nee, kann nicht sein. Ich habe die ganzen Großkraftwerke jetzt zerstört. Schluss, du Techniker. Der greift noch an in seinen letzten Zügen. Und deswegen mag ich keine Bahnhöfe. Da stehen auch immer Züge rum. Damit. Ja, hier ist alles frei. Wenn wir uns ja mal langsam nach oben arbeiten. Mal sehen, wie schwer das jetzt noch wird. Es geht bestimmt jetzt richtig los. Jawohl, Sir. Bestätigt. Alles gelb. Konstruktion fertig. Bin ja kein Dortmund-Fan. Aber Fan von irgendwas sowieso nicht. Das ist mir zu fanatisch. Eher Sympathisant, sagen wir so. Verstärkungen sind angetroffen. Aber nicht mit Dortmund. Auch nicht mit Schalke. Dipti-dipti-du. Alles voll Tiberium. Giftig. Yo, yo. Yo, yo. Ich will mal mitsingen bei diesem Lied. Verstärkungen sind eingetroffen. Warum muss ich das immer sagen? Warum haben die das eingeführt? Einheit verloren. Ist doch bei GDI auch nicht so. Könnt ihr mal ein bisschen angreifen? Wie wär's? Einheit verloren. Das
haben sie wieder voll repariert. Okay. Greifen von zwei Seiten an. Nehmen wir in sie in die Flanke, in die Mangel. In die Flanke. Drauf, nicht einfach zugucken. Die einen wollen immer nur zugucken. Jo, darauf. Das ist jetzt vielleicht gerade am gefährlichsten. Die haben nämlich kein Flugfeld mehr, die mir gerade auffällt. Ah, die wollen mich wohl noch überraschen. Die wollen einfach mal hier durchlatschen. Sollen sie doch. Boah, wow, mit einem Schuss hat er, sind die in die Luft geflogen. Genial. Einfach mal reinmarschieren, bitte. Da drauf. Was reparieren sie das noch? Wozu? Da muss ich nichts Neues mehr bauen. Das reicht jetzt, sie haben es geschafft. Das war die Add-on-GDI-Kampagne. GDI mit Nordeinheiten, yay, aber so ist es halt. Und jetzt kommen die Zusatzmissionen für GDI. Bevor die ganzen Nord-Add-on-Missionen kommen und die Zusatzmissionen. Und wir es dann endlich geschafft haben. Ehrlich, so viel Geld. Es ist gar nicht mehr so viel Geld, nur noch 2000. Das reicht doch für irgendwas Teures. Aber ich kann nicht so was bauen, weil ich keine Werkstatt habe. Ja, komm. Ich habe die ganzen Silos echt leer bekommen, ich glaub's nicht. Alter Schwede. Aber ich habe ja auch im Anführungszeichen nur zwei Sammler inzwischen. So kann man echt die Materialschlacht auch gehen. Und das Geld zum Fenster rausschmeißen. Weg damit. Schön, dann speichere ich hier. Nochmal 20 Minuten gebraucht hier. Und 7 Add-on. Weiter. Und habe echt kaum noch Geld. Das finde ich ja genial. Gibt bestimmt wieder keine Videosequenz, kennt man. Einsatzziel erreicht. Fast befürchtet, es fehlt noch irgendwas. Und diese Videosequenz kennen wir bestimmt noch überhaupt nicht. Haha. Wenn sie irgendwann mal abläuft. Irgendwas, es steht in Flammen jedenfalls. Es flammelt. Die Flarax. Und die Benzinautos. Sie haben es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber ich habe nicht mit GDI-Einheiten gekämpft. Und das hier ist doch ein Wüstenjäger oder so ein BMT von GDI. Naja, scheiß drauf. Besser als gar nichts, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sie wollten wohl nicht bei jeder Mission einfach mal gar nichts haben. Die Videosequenzen waren ja schon sehr spärlich mit On. Aber wer stört sich schon daran? Ist ja auch nur ein Add-on. Gerade mal halb so viele Einheiten verloren wie Nord. Okay. Effizienz 2%. Das ist auch schon mal schlechter gewesen. Und ich darf mich eintragen. Yippie! Aber weniger als sonst, weil ich so viel Geld gefarmt habe scheinbar. Gut. Das war toter Winkel. Das war echt ein toter Winkel. Übel war der. Dann als nächstes die N64-Dinger. Dann, das sind ja nur zwei. Dann PSX. Das ist irgendwie von PlayStation. Keine Ahnung, was für eine Konsole das ist. PSX? Ist das nicht irgendwie so ein kleiner Handheld? Weiß ich echt nicht. Ich kenne nur PlayStation 1, 2, 3, 4 inzwischen. Aber auch nur vom Hören. Nie selbst wirklich gespielt. Das habe ich ja schon gezeigt. Das ist dasselbe. Wie das, was wir schon hier oben gemacht haben. Nur mit anderen Einheiten. Also werde ich das nicht nochmal spielen und dann kommen die ganzen restlichen Nord-Sachen und dann haben wir es endlich geschafft. Wieso sage ich das immer wieder? Weil es keinen interessiert. Also bis zum nächsten Mal bei dem ersten Spezialauftrag für GDI N64. Tschüss.